gegeben. Damit rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 9, vereinbarte Debatte zum 5. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrages von Aachen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich öffne die Aussprache und erteile nach einer kurzen Zeit des Wartens, bis alle Kolleginnen und Kollegen, die abstimmen wollen, den Saal verlassen haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, da wir fortfahren wollen, bitte ich darum, jetzt Gespräche nach draußen zu verlagern oder sich hinzusetzen. Diese Bitte gilt auch für den Kollegen von Notz, Frau Hasselmann und andere. Bitte hinsetzen, weil wir fortfahren wollen. Gut, ich erteile jetzt das Wort für die Bundesregierung der Frau Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Dr. Anne Lührmann. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 4.500 Bäume, ein Zeichen für die Zukunft der deutsch-französischen Freundschaft. Das ist der Wald der Zukunft, den im letzten November junge Menschen aus Deutschland und Frankreich an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und der Region Grand Est gepflanzt haben. Damit haben diese jungen Menschen ein Zeichen gesetzt für den Klimaschutz, aber auch für die Lebendigkeit der deutsch-französischen Beziehung. Organisiert wurde das Projekt vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, das seit seiner Gründung bereits über 9,5 Millionen jungen Menschen die Teilnahme an solchen Programmen ermöglicht hat. Dieses Beispiel zeigt, dass die einmalige deutsch-französische Zusammenarbeit nicht nur mir als Beauftragten der Bundesregierung für diese Zusammenarbeit am Herzen liegt, sondern auch Ihnen hier im Hohen Hause und Millionen von Menschen in Deutschland und Frankreich. Unsere Freundschaft ist wirklich tief verankert zwischen den Regierungen, den Parlamenten, aber eben vor allem zwischen den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist wirklich gut so, denn mit dieser Freundschaft setzen wir ein Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen der Hoffnung in dieser sehr dunklen Welt. Deutschland und Frankreich zeigen, es gibt einen Ausweg aus dieser Spirale von Hass, von Gewalt, von Zerstörung. Es gibt Hoffnung auf ein Leben in Frieden und mit Aussöhnung statt mit Hass und Verachtung. Und davon brauchen wir wirklich mehr in dieser Welt. Der Élysée-Vertrag hat 1963 die Versöhnung unserer beiden Völker verbrieft. 2019 haben wir mit dem Vertrag von Aachen unsere bilateralen Beziehungen auf eine ganz neue Stufe gehoben. Mit keinem anderen Partner ist die Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen so eng wie mit Frankreich. Ja, Ministerinnen und Minister nehmen ja sogar an Kabinettssitzungen teil des jeweils anderen Landes. So etwas gibt es mit keinem anderen Land. Auch in Brüssel bringen wir uns regelmäßig gemeinsam mit Statements an und reden mit einer Stimme. All das belegt die besondere Qualität unserer Beziehung. Diese enge Zusammenarbeit ist wirklich weltweit einzigartig. Und angesichts unserer gemeinsamen Geschichte bin ich unseren französischen Freundinnen und Freunden wirklich zutiefst dankbar für dieses Geschenk. Und die Zusammenarbeit ist angesichts der Fülle von außen- und europapolitischen Herausforderungen dringender denn je. Im Vertrag von Aachen haben wir zum Beispiel auch eine enge Zusammenarbeit in europapolitischen Fragen vereinbart. Und hier ist ja die Kernfrage aktuell, wie stellen wir sicher, dass auch eine erweiterte EU handlungsfähig ist, dass sie stärker wird mit der Erweiterung. Wir brauchen also Reformen. Und vor einem Jahr hat da in Brüssel noch niemand drüber geredet. Und deshalb habe ich mit meiner französischen Kollegin Laurence Boon eine Expertinnengruppe einberufen. Der Bericht dieser Gruppe hat in Brüssel wirklich hohe Wellen geschlagen. Jetzt reden viele über EU-Reformen. Es ist sogar gelungen, beim letzten Gipfel klar zu verankern, die Erweiterung der EU und die Reformen müssen in Parallel laufen. Das ist gut so, damit die EU handlungsfähig bleibt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau so funktioniert der deutsch-französische Motor. Wir sehen ein Problem und im Tandem gelingt es uns, das Problem auf die Agenda zu setzen. Und somit arbeiten wir dann gemeinsam als EU an Lösungen, die gut sind für ganz Europa.
Erst vor wenigen Tagen haben unsere Außenministerin Annalena Baerbock und ihr französischer Amtskollege, ihr neuer französischer Amtskollege Stéphane Séjourné unsere enge Zusammenarbeit noch einmal bekräftigt. Gemeinsam werden wir Europa voranbringen. Aber es ist auch klar, unsere Zusammenarbeit ist selbstverständlich offen auch für andere Länder. Diese Offenheit ist auch eben im Vertrag von Aachen verankert. Und gerade mit dem Weimarer Dreieck können wir dem viel Bedeutung beimessen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir mit der neuen polnischen und der neuen französischen Regierung gemeinsam an der Vertiefung dieser wichtigen Zusammenarbeit arbeiten werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch jenseits der großen Schlagzeilen und der Bundespolitik bringt der Aachener Vertrag Fortschritte da, wo es wirklich auch drauf ankommt, nämlich alltäglich vor Ort. Ich denke da zum Beispiel an den deutsch-französischen Bürgerfonds, der seit 2020 schon über 2000 Projekte in der Zivilgesellschaft gefördert hat, oder das neu geschaffte Netzwerk Generation Europa und seine jungen kreativen Teilnehmenden. Auch der Ausschuss für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit arbeitet an konkreten Verbesserungen für die Menschen in der Grenzregion. Zum Beispiel werden Behandlungskosten auf beiden Seiten der Grenze jetzt leichter erstattet. Die französische Umweltplakette wird in Deutschland anerkannt, grenzüberschreitende Sportveranstaltungen ermöglicht, die Folgen von Gesetzen für die Grenzregion besser beachtet, zum Beispiel auch beim Kurzarbeitergeld. All diese Dinge machen vor Ort einen echten Unterschied für die Bürgerinnen und Bürger unserer Länder. Europa funktioniert im Alltag, und die deutsch-französische Zusammenarbeit macht da wirklich einen Unterschied. Fazit ist: Der Vertrag von Aachen hat die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern noch enger, noch konkreter, noch erfolgreicher gemacht. Der Vertrag von Aachen ist eine Erfolgsgeschichte, wie der Wald der Zukunft an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und der Region Grand Est. Werden auch Deutschland weiter und Frankreich weiter und enger zusammenwachsen, dank der Bürgerinnen und Bürger, die sich täglich für diese Freundschaft engagieren. Ihnen gebührt unser aller Dank. In diesem Sinne, vive l'amitié franco-allemand, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Nächster Redner ist der Kollege Armin Laschet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, Frau Staatsministerin, war das ein bedeutender Vertrag, und es gibt Fortschritte. Sie haben einige erwähnt, die grenzüberschreitenden Projekte und Rheinland-Pfalz und Grand Est und was auch immer. Nur das ist ein bisschen wenig, wenn man das deutsch-französische Verhältnis in diesen Tagen analysiert. Man muss sich noch einmal vor Augen führen, warum eigentlich dieser Aachener Vertrag nach dem Élysée-Vertrag von 1963 plötzlich auf der Tagesordnung war. Es geht zurück auf eine Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor der Sorbonne. Das war zwei Tage nach der deutschen Bundestagswahl 2017, 26. September 2017. Und dann hat Deutschland erst mal viel zu spät geantwortet, gar nicht richtig reagiert auf diesen fundamentalen Vorschlag zur Veränderung der Europäischen Union. Das lag an deutscher Innenpolitik. Wir hatten gerade die Bundestagswahl, dann wurde Jamaika verhandelt, dann hat der große deutsche Philosoph Christian Lindner gesagt, lieber nicht regieren als falsch regieren. Dann wurde die Koalition, ich habe Sie als Philosophin vergessen, Frau Strack-Zimmermann, das ist wahr. Dann wird das wieder verschoben. Dann kam im März 2018 zustande die neue große Koalition unter Angela Merkel. Und dann hat man in Meseberg gesagt, ja, wir werden den Élysée-Vertrag überarbeiten. Und hat dann in sehr kurzer Zeit, in einem halben Jahr, es geschafft, diesen Aachener Vertrag auf den Weg zu bringen. Und das alles im Lichte der damaligen geopolitischen Situation. Wir waren mitten im Brexit-Austrittsprozess, wollten Europa darauf vorbereiten, was denn jetzt passieren muss. Und wir hatten gleichzeitig einen amerikanischen Präsidenten Trump, der den französischen Präsidenten immer wieder dazu gebracht hat, zu sagen, wir brauchen eine europäische Souveränität. Wir müssen jetzt, wenn wir die weltpolitische Lage, die europapolitische Lage sehen, als Europäer handlungsfähig werden. Und im Gegensatz zum Élysée-Vertrag hat dieser Aachener Vertrag dann viele sehr konkrete Punkte, bei denen man in der Jetztzeit enger zusammenarbeiten will. Und wenn man das als Ausgangslage nimmt
Und wenn man jetzt sieht, dass schon wieder erneut in den Vereinigten Staaten eine Ablösung von der NATO, von Europa, von der Westbindung hin zu einer isolationistischen Politik folgen könnte in wenigen Monaten, dann ist das zu wenig zu sagen, ja, wir arbeiten gut zusammen zwischen Rheinland-Pfalz und Grand Est. Dann brauchen wir jetzt substanzielle Antworten auf die Krisen, die es in Europa gibt. Reform und Erweiterung haben Sie erwähnt. Ja, okay, man hat jetzt beschlossen, die Ukraine soll Mitglied werden, Moldawien soll Mitglied werden, Georgien soll Mitglied werden, die 5 Balkanstaaten sollen absehbar Mitglied werden. Aber wie soll das denn gehen ohne eine Reform der Europäischen Union? Wie soll es gelingen ohne eine Reform der Mechanismen? Wir haben bei der Osterweiterung damals schon in Nizza Europa vorbereiten wollen. Man hat es nicht gemacht, hat 27 Mitglieder heute und merkt jetzt, ein einziger kann Nein sagen und es bewegt sich nichts. Das sind keine deutsch-französischen Vorschläge, wie es denn jetzt weitergehen soll. Es gibt geradezu ein Desinteresse, insbesondere des Bundeskanzlers, an diesem deutsch-französischen Zustand, den wir haben. Und es kommen ja an die Tränen. Wir haben in diesen Tagen Jacques Delors gewürdigt. Da sitzen Mitte der 80er Jahre Helmut Kohl, François Mitterrand und der Kommissionspräsident Jacques Delors zusammen. Die sagen, wir machen einen Binnenmarkt, wir führen Schengen ein, wir gründen die Europäische Union neu, wir machen eine gemeinsame Währung und eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und das alles, davon profitieren wir bis heute, von dieser Dynamik, die es damals gibt. Davon ist nichts zu spüren, an neuen Ideen. Und gerade bei Klimawandel, Energiewende, dem russischen Angriffskrieg, alle Herausforderungen, die wir im Moment erleben, gibt es keine abgestimmte deutsch-französische Position. Und das ist nicht nur meine Meinung. Gestern hat die Stiftung Genshagen eine umfassende Analyse vorgelegt, in dem sie genau darauf hinweist, wo jetzt bei der Außen- und Sicherheitspolitik mehr gemacht werden muss. Wie ist denn unsere Antwort auf die Zeitenwende? Da werden ein paar Projekte gemacht, manche unabgestimmt mit Frankreich, manche mit den USA, manche ohne die USA. Es gibt nicht das, was jetzt erforderlich wäre, eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit. Fraktionsvorsitzender war ja vor wenigen Tagen beim französischen Präsidenten. Der wirbt immer noch, der hat gerade in Davos wieder geworben. Der wirbt geradezu um uns Deutsche, dass wir diese Schritte gemeinsam gehen. Und wenn wir Bilanz ziehen, ist das Einzige, was passiert ist, der große Akt, den Emmanuel Macron und Angela Merkel mit dem Next Generation EU-Konzept gemacht haben, wo man nach der Pandemie 750 Milliarden Euro akquiriert hat, um Europa eine neue Dynamik zu geben, auch die anderen Mitgliedstaaten hinzuzunehmen. Das ist die letzte Initiative in diesen 5 Jahren. Und deshalb, es ist alles schön, was im Kleinen passiert, aber die Vorbereitung auf den November diesen Jahres, auf eine Entscheidung in den USA, die uns gravierend treffen wird, muss jetzt in Europa passieren. Und deshalb wünsche ich mir, dass dieser Geist des Aachener Vertrags, sich in allen außenpolitischen Fragen gemeinsam abzustimmen, ich könnte jetzt mal eine lange Liste nennen, wo das nicht stattfindet, wo hier was entschieden wird und in Paris liest man es in der Zeitung, dass das aufhört und diese neue Dynamik entsteht. Das sollte der Appell sein. Nicht nur feiern, was gut war, sondern die Defizite benennen und besser werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Laschet. Die Union kann mir mitteilen, welcher Redner auf eine Minute verzichten muss bei Ihnen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Aydan Özus, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist noch gar nicht so lange her, und Sie werden sich alle daran erinnern, dass wir an der Assemblée Nationale gemeinsam das Jubiläum des Élysée-Vertrages begehen konnten. Und dieser Vertrag zeigte ja gerade, dass zwei Staaten, die ehemals so verfeindet waren, eine Grundlage gelegt haben dafür, dass wir jahrzehntelang und über Generationen in Frieden und Freundschaft miteinander leben können. Und das betrifft uns alle. Und ich glaube, in diesen Zeiten sollten wir uns auch klar machen, wie dankbar wir dafür sein können. Deutschland und Frankreich verbindet so vieles. Oft denken wir dabei zuerst an die politischen und wirtschaftlichen Dimensionen. Herr Laschet ist darauf sehr
ausführlich eingegangen. Aber der Vertrag von Aachen unterstreicht ja gerade auch die Dimension, die kulturelle Dimension unserer Partnerschaft und die Wichtigkeit der kulturellen Dimension, weil Kultur eben so wichtig ist für Verständigung. Und deswegen möchte ich auch diesen Aspekt noch mal hervorheben. Als Ziele werden im Vertrag unter anderem die Schaffung eines gemeinsamen Kultur- und Medienraums genannt und der Ausbau der Austauschprogramme. Es ist also direkt mit den Menschen vor Ort. Hinzu kommen der Erwerb der Partnersprache und die stärkere Vernetzung im Bereich der Bildung. Der Aachener Vertrag hat in puncto kultureller Zusammenarbeit vor 5 Jahren natürlich auch nicht bei Null angefangen. Vieles ist zum Teil ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten gelebte Praxis. Aber ich möchte schon noch kurz nennen, was der Aachener Vertrag tatsächlich neu angestoßen hat in dieser Zeit. Und da ist zunächst einmal der deutsch-französische Bürgerfonds, den die Staatsministerin Lühmann ja schon zu Recht erwähnt hat. Denn er fördert eben zivilgesellschaftliche und kommunale Partnerschaften. Und dieser Fonds erfreut sich einer außerordentlich regen Nachfrage so sehr, dass seit April 2020 mehr als 2000 Projekte gefördert werden konnten, neue gesellschaftliche Gruppen erreicht wurden und das Budget auch noch mal deshalb aufgestockt wurde. Dafür sollten wir doch dankbar und froh sein, dass wir einen so tollen Mechanismus haben, der die Menschen zusammenbringt. Und ebenfalls erfolgreich gestaltet sich die Schaffung von integrierten deutsch-französischen Kulturinstituten. Die Idee dahinter ist ja, dass Deutschland und Frankreich dem Ausland gegenüber in Gemeinschaft auftreten und sich gemeinsam präsentieren. Das erste deutsch-französische Kulturinstitut wurde im Juni 21 in Palermo eröffnet. Es folgten Institute in Atlanta und in Ramallah im Westjordanland. Weitere Eröffnungen stehen jetzt an in Erbil, in Cordoba, in Bischkek und in Glasgow. Getragen werden diese Einrichtungen auf unserer Seite vom Goethe-Institut und auf französischer Seite vom Institut Français. Und das sind alles ganz großartige Entwicklungen, die dieser Aachener Vertrag noch mal angestoßen hat. Und neben all diesen wertvollen Initiativen bleibt das Wichtigste der Spracherwerb. Ich habe das ja damals auch schon in der Assemblée Nationale ansprechen dürfen. Wir haben im Jahr 2022 eine umfassende Strategie zur Förderung der Nachbarsprache gesehen, gegenseitig, die bereits in der Umsetzung ist. Und wir wollen doch alle gemeinsam diesen Trend des abnehmenden gegenseitigen Spracherwerbs umdrehen. Gerade vielleicht, weil beide Sprachen, sowohl Deutsch als auch Französisch, nun wirklich nicht die leichtesten Sprachen sind, die man lernen kann. Und genau deshalb sollten wir da noch mal eine besondere Unterstützung eben auch deutlich machen. Ja, wie wichtig die deutsch-französische Partnerschaft in Zeiten auch wachsender außenpolitischer Herausforderungen und Bedrohungen ist, wird uns in diesen Zeiten ja nun besonders bewusst. Zu einer von der gesamten Zivilgesellschaft, das ist doch das Wesentliche und Besondere, von der gesamten Zivilgesellschaft beider Länder getragenen Partnerschaft gehört eben auch die gegenseitige Fähigkeit der Verständigung. Genau dazu trägt der Aachener Vertrag bei. Und ich danke allen, die diese deutsch-französische Freundschaft mit Leben füllen. Und ich hoffe, wir werden das heute noch ganz oft hören. Vive l'amitié franco-allemand. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Vizepräsidentin. Ich unterbreche kurz die Aussprache zu Top 9 und komme zurück auf Zusatzpunkt 6. Die Zeit für die namentliche Abstimmung nähert sich sekündlich dem Ende. Deshalb frage ich, ist noch ein Mitglied im Hause anwesend, der seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Ja, ist ja schön. Also der PGF, der CDU-CSU-Bundestag, stimmt auch noch ab. Deshalb warte ich noch ganz kleinen Moment. Also ich finde die Ruhe und Gelassenheit, mit der das hier
So, noch ein. Meine letztmalige Frage: Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, was seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schiffführer und Schiffsführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Wir kommen zurück zur Aussprache zum Tagesordnungspunkt 9. Das Wort hat der Kollege Norbert Kleinwächter, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ruhig und gelassen kann man bei Verlaub nicht bleiben, wenn man sich anschaut, was diese Regierung aus dem deutsch-französischen Verhältnis macht. Der Vertrag von 2019, der Vertrag von Aachen, sollte ja das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich vertiefen und verbessern. Aber es ist tatsächlich so vergiftet und zerrüttet wie seit vielen Jahren nicht mehr. Was auch die aktuelle Pressemitteilung belegt, die französische Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux hat sich jetzt eben dem Projekt Strike Germany angeschlossen und dazu aufgerufen, alle deutschen kulturellen Institutionen zu boykottieren. Der Grund: die Repression und die zunehmend neofaschistische Politik unserer Regierung. Diese Koalition wird von den Bürgern, von Putin und von den Franzosen gleichermaßen verachtet. Und das ist wirklich eine historische Fehlleistung. Gut. Bei der ganzen Debatte muss man auch beachten, dass der Vertrag von Aachen nie wirklich dazu konzipiert war, die Deutschen und die Franzosen näher zusammenzubringen. Es war ein Projekt von Merkel und Macron, genauso wie Ursula von der Leyen ein Projekt von Merkel und Macron war. Und ihnen ging es vor allem um zwei Dinge. Erstens, den Nationalstaaten Souveränität zu entziehen und zweitens, das Ganze unter die Klimadebatte und den erzwungenen sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaften zu stellen. Entscheidungen möglichst weit weg von den Bürgern zu treffen, mit möglichst wenig Kontrolle durch den Bürger, möglichst gegen den Bürger. Es ist genau jene Wohlstandsvernichtung, die Sie dort vorgesehen haben, gegen die hier die Landwirte seit einer Woche demonstriert haben, gegen die heute die Spediteure demonstrieren, gegen die hart arbeitenden Menschen aufbegehren, denn sie wollen ihre Projekte nicht, sie wollen ihre Ideologie nicht, sie wollen ihre Belastungen nicht und sie wollen auch nicht, dass das deutsch-französische Verhältnis so missbraucht wird, wie Sie das tun. Und trotzdem, man würde ja meinen, dass ihre gemeinsame Arbeit gegen die Bürger und die Demokraten sie irgendwie zusammen, gegen die Demokratie sie irgendwie zusammenschweißen würde. Aber trotzdem wenden sich die Franzosen ab. Der Hamburger Gipfel, eine Katastrophe war das, was dabei herausgekommen ist. Die Wasserstoffpipeline hat sich in Luft aufgelöst. Den Franzosen ist schlichtweg eine Annalena Baerbock, die keinen geraden Satz weder auf Deutsch noch auf Englisch, geschweige denn auf Französisch rausbringt und dafür lieber ihre podologischen Extremitäten online vermarktet. Einfach nur peinlich. Und ein Olaf Scholz, den man dermaßen durch die Kinderstube geschossen hat, dass er nicht nur seine Untaten im Wirecard-Skandal vergisst, sondern auch vergisst, Präsident Macron über seinen 100 Milliarden Doppelwumms erstmal zu informieren, der hat eben auch das Vertrauen dann auch noch restlos zerstört. Bleiben also die Projekte, über die man reden kann, aber auch da sind sie doch überall gescheitert. Sie wollten den gegenseitigen Spracherwerb vertiefen. Weniger Menschen als je zuvor lernen die Partnersprache. Sie wollten die militärische Zusammenarbeit vertiefen. Experten sagen, man hat den Eindruck, Deutschland und Frankreich wissen gar nicht mehr, wozu die entsprechenden militärischen Projekte überhaupt einberufen wurden. Die polizeiliche Zusammenarbeit wurde gekrönt durch einen gemeinsamen Polizeieinsatz beim Schutz einer Veranstaltung durch 22 Angehörige der französischen Gendarmerie und 16 Bundespolizisten. Und mit der Energiepolitik fange ich gar nicht mehr an. Bei Ihrer vollkommen irren Energiepolitik, bei Ihrer Abschaltung der Kernenergie möchte kein einziger Franzose mit Ihnen in einem Boot sitzen. Aber zum Trost karren Sie Hunderte zur Konferenz zur Zukunft Europas. Deutsch-französische Nachwuchskräfte wurden von der Klimaextremistin Jennifer Morgan indoktriniert. Und während Sie den Bauern die Existenzgrundlage entziehen, haben Sie 17 AktivistInnen in die Karibik geflogen, um dort die Resilienz der Vereine der guadeloupischen SozialarbeiterInnen zu erfahren. Der Höhepunkt sicherlich die Gründung des Deutsch-Französischen Kulturinstituts, ausgerechnet in Ramallah im Juni 2022. Naja, so wirklich zum Frieden beigetragen scheint das nicht zu haben. Die Ergebnisse Ihres Handelns, werte Bundesregierung, könnte deprimierender nicht sein. Die Gründerväter des deutsch-französischen Verhältnisses würden sich im Grabe herumdrehen. Und so empfehle ich Ihnen abschließend doch noch mal einen Blick nach Westen, nach Frankreich. Premierministerin Elisabeth Borne hat bei Präsident Macron den Rücktritt eingereicht. Herr Kanzler Scholz, tun Sie doch bei Bundespräsident Steinmeier dasselbe. Nächster Redner ist der Kollege Michael Georg Link, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, was auf dem Spiel steht, wenn nationalistische Politiker wieder Einfluss auf die Politik gewinnen in unseren Ländern, in Deutschland und Frankreich, dann haben wir es eben erlebt.
Das über Jahrzehnte gewachsene und hart erarbeitete Vertrauen, was wieder entstanden ist zwischen Deutschland und Frankreich nach vielen Kriegen, es ist kostbar. Es steht auf dem Spiel, es sichert uns den Frieden. Wir lassen uns das nicht von Nationalisten jeglicher Couleur kaputt machen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, ja, in der Tat, Kollege Laschet, Sie haben recht, es ist keine Feierstunde, es ist eine Zwischenbilanz, die wir machen nach 5 Jahren. Und da ist, ja, absolut sehr viel zu tun. Da haben wir viele Dinge, die vor uns liegen. Ich beginne natürlich ganz klar bei den gemeinsamen Verteidigungsprojekten, wo wir auch mit dem heutigen Stand, weil wir eben noch nicht durch sind, nicht zufrieden sein können. Daran arbeiten wir. Daran arbeiten wir, weil über das Thema Sicherheit Europa ganz große, hohe Legitimität und Glaubwürdigkeit gewinnt. Aber es gibt auch Dinge, wo wir wissend, dass wir sehr oft in unterschiedlichen großen politischen Debatten zwischen Deutschland und Franzosen unterschiedliche Startpunkte haben, es schaffen, uns zu einigen, so wie es schon angelegt war im Élysée-Vertrag, der ja kein Inhaltsvertrag war, er war ein Methodenvertrag. Er hat damals aus der klugen Einsicht Adenauers und de Gaulles ja die Verpflichtung hergeleitet, zu sagen, gerade weil wir oft so unterschiedlich sind, müssen wir zusammenarbeiten. Wenn man darin liest im Élysée-Vertrag, dann sieht man viele Methoden, wie man zusammenarbeitet. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir es auch bei den schwierigen Themen tun, wie gesagt. Und eines, wo es kurz vor Weihnachten gelungen ist, es ist ein bisschen untergegangen in unserem nationalen Haushaltsstreit, war die deutsch-französische Einigung, die extrem wichtig war, zum Beispiel eben zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, zum Fiskalpakt, die ohne Bruno Le Maires und Christian Lindners Vorschläge nicht möglich gewesen wäre. Also, es geht auch dann, wenn es ans Eingemachte geht, und wir alle wissen, dass es beim Haushalt ans Eingemachte geht. Und das ist genau das, der Muster, wie wir es auch bei vielen anderen Bereichen machen. Und ich glaube, dass wir uns da durchaus, Deutsche und Franzosen, gerade weil ja die Welt unsicher geworden ist und wir uns leider eben nicht immer auf alle Partner vielleicht so verlassen können, wie gedacht, aber wir sollen es auch nicht herbeireden, Herr Kollege Laschet. Deshalb brauchen wir in der Tat mehr europäische Souveränität. Ja, auch da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, aber lassen Sie uns genau daran arbeiten. Denn, wie gesagt, aus tiefer Einsicht in die Unersetzbarkeit und auch tatsächlich in die Notwendigkeit der deutsch-französischen Zusammenarbeit für Europa als Ganzes kämpfen wir genau an dieser Stelle für Europas Einigkeit durch deutsch-französische Zusammenarbeit. Und das mehr und mehr, es ist gesagt worden, auch mit anderen Partnerinnen und Partnern in Europa, vor allem mit der neuen polnischen Regierung, aber auch vielen anderen. Allons-y. Vielen Dank, Herr Kollege Link. Ich unterbreche zunächst erneut die Aussprache zu Top 9 und komme zurück auf den Zusatzpunkt 6 und gebe Ihnen damit das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU-CSU Landwirtschaft unterstützen statt ruinieren, Drucksache 20-10050 bekannt. Abgegebene Stimmkarten 677, mit Ja haben gestimmt 188, mit Nein haben gestimmt 420, 69 Kolleginnen und Kollegen haben sich enthalten. Der Antrag ist damit abgelehnt. Dann kommen wir zurück zur Aussprache betreffend 5. Jahrestagsvertrages von Aachen. Und ich erteile als nächste Rednerin der Kollegin Chantal Kopf, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bundesaußenministerin! Erst im vergangenen Jahr durften wir das 60-jährige Bestehen des Élysée-Vertrags feiern. Ein Vertrag, den Bundeskanzler Adenauer und Präsident de Gaulle nach den Abgründen des 20. Jahrhunderts schlossen. Zu einem Zeitpunkt, als die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich unvorstellbar schien. Und doch wurde sie Realität und der Élysée-Vertrag damit zur Grundlage unserer engen Freundschaft. Einer Freundschaft, die Jahrzehnte des europäischen Integrationsprozesses prägen sollte und hoffentlich auch in Zukunft starke Impulse für ein geeintes und souveränes Europa setzen wird. Dieses historische Versprechen, zum Zusammenwachsen Europas beizutragen, einander zugewandt zu sein und sich auch in stürmischen Zeiten beizustehen, haben unsere beiden Länder mit dem Vertrag von Aachen vor 5 Jahren bekräftigt und erneuert. Und dieses Jubiläum wollen wir heute mit der angemessenen Würde in diesem Hause feiern. Mit dem Vertrag von Aachen sind zahlreiche und sehr erfolgreiche deutsch-französische Institutionen geschaffen worden. Der deutsch-französische Bürgerfonds fördert zivilgesellschaftliche Projekte zwischen unseren beiden Ländern, die Europa erlebbar machen. Das deutsch-französische Zukunftswerk entwickelt Visionen und Politikempfehlungen, zum Beispiel zum Klimaschutz in Kommunen.
Mit einer Reihe von neu gegründeten deutsch-französischen Kulturinstituten leben wir unsere Freundschaft in aller Welt. All diese Beispiele sind Errungenschaften des Vertrags von Aachen, und sie zeigen auch, unser Anspruch an die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich geht weit über Symbole, Zeremonien, Regierungstexte hinaus. Und heute steht auch nicht mehr ausschließlich die Überwindung der traumatischen Kriegserfahrungen im Vordergrund, auch wenn es in diesen Zeiten ja leider aktueller denn je ist, an die zerstörerischen Folgen von Hass und Faschismus zu erinnern. Es geht in der deutsch-französischen Beziehung vor allem darum, nach vorne zu blicken und in einer immer komplexeren Welt gemeinsam zu navigieren und Orientierung zu bieten. Und ja, dazu gehört auch die Ehrlichkeit, die die deutsch-französische Freundschaft ja auch auszeichnet. Und deswegen müssen wir festhalten, der Vertrag von Aachen bietet Potenziale, die wir noch nicht ausgeschöpft haben. Erstens ist ein wichtiges Ziel des Aachener Vertrags, unsere sicherheits- und verteidigungspolitischen Zielsetzungen und Strategien einander anzunähern und eine gemeinsame militärische Kultur bei unseren Streitkräften zu etablieren. Auch wollen wir trotz unterschiedlicher Sichtweisen gemeinsame Ansätze bei der Beschaffung und beim Export von Rüstungsgütern entwickeln. Im Schicksalsjahr 2024 bekommen all diese Vorhaben eine ganz besondere Dringlichkeit. Eine Wiederwahl Donald Trumps in den USA, ein Rückzug der USA aus Strukturen wie der NATO ist ein Szenario, vor dem wir nicht die Augen verschließen dürfen. Deutschland und Frankreich tragen eine Verantwortung dafür, eine starke europäische Sicherheitsordnung zu schaffen. Mit einer neuen demokratischen Regierung in Warschau setze ich meine Hoffnung zudem in die enge Zusammenarbeit Deutschlands und Frankreichs mit Polen im Rahmen des Weimarer Dreiecks und darauf, auch hier das Verbindende statt das Trennende zu suchen. Zweitens, wenn Bürgerinnen und Bürgern der Vertrag von Aachen geläufig ist, was in der deutsch-französischen Grenzregion durchaus der Fall ist, dann liegt es eben genau an den vereinbarten grenzüberschreitenden Projekten. Und hier gibt es auch leider noch zu wenig Erfolgsmeldungen. Zum Beispiel beim Zukunftsprozess zur Nachnutzung des AKW-Standorts Fessenheim ist es nicht gelungen, rechtzeitig eine gemeinsame Strategie zu verfolgen. Beim Bahnprojekt Freiburg-Colmar werden die Menschen in der Region zu Recht immer ungeduldiger. Es ist richtig, aktuell eine gemeinsame Grundlage zu schaffen in Form einer belastbaren Analyse zum Fahrgastpotenzial. Aber dann muss es endlich mal zügiger gehen und endlich eine Finanzierungsvereinbarung zustande kommen. Ich kann zudem aus dem Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit berichten, dass wir dort noch nicht ganz den Modus gefunden haben, ungelöste Probleme in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit umfassend bearbeitet zu bekommen. Und die Experimentierklausel aus dem Aachener Vertrag findet bislang noch keine Anwendung. Und da sind wir aber alle gefragt, auch als Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Die Aufgabenliste bleibt also lang. Lassen Sie uns deshalb anpacken und mit politischem Mut die deutsch-französische Freundschaft mit Leben füllen, in Dankbarkeit für das, was schon erreicht wurde, und mit Zuversicht für das, was noch kommen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Andreas Jung, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es jährt sich am Montag die Unterzeichnung des Aachener Vertrags zum fünften Mal. Aber wir haben auch den Jahrestag unseres Parlamentsabkommens mit der Assemblée Nationale und den Jahrestag dann auch der Gründung unserer gemeinsamen deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat in ihren bewegenden Worten zu Wolfgang Schäuble gestern gerade auch dessen Anteil daran gewürdigt. Und so meine ich, denken wir in unserer Debatte auch an ihn heute, ohne seinen leidenschaftlichen Einsatz. Gemeinsam mit Richard Ferrand als Präsident der Assemblée Nationale hätten wir all das nicht geschafft. Und Wolfgang Schäuble selbst hat in seiner Rede vor der Assemblée Nationale die deutsch-französische Freundschaft als ein Geschenk unserer Geschichte beschrieben. Aber er hat auch darauf hingewiesen, dass es zu dem wurde, was es geworden ist, durch die Weitsicht mutiger Menschen, und hat uns alle dazu aufgerufen, das als Ansporn zu sehen, voranzugehen. Er hat in seinem letzten Interview, das zwei Tage vor seinem Tod erschienen ist, die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks gefordert, als deutsch-französischen, polnischen Motor für Europa.
um die Verteidigungsfähigkeit zu stärken und um wirtschaftlich und auch umweltpolitisch gemeinsam voranzugehen. In seinen Worten, lassen Sie uns diesen europäischen Weg gemeinsam gehen. Und das ist unsere Aufgabe in den Parlamenten, das ist unsere Erwartung an die Regierung. Es ist jetzt der Moment, wo wir das, was der Aachener Vertrag an neuem Geist gebracht hat, aufbauend auf den Élysée-Vertrag, jetzt mit Leben zu füllen. Und die Botschaft war doch, die deutsch-französische Freundschaft ist nicht nur das auch und immer. Die Antwort auf die Vergangenheit hat uns Frieden gebracht und Freiheit, sondern auch auf die, auch die Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft in der Verteidigungspolitik, in der Energie- und Umweltpolitik. Und deshalb müssen unbedingt europäische Gipfel, Weltklimakonferenzen, Weltwirtschaftsforen gemeinsam vorbereitet werden. Nicht ohne einander, nicht nebeneinander, sondern miteinander. Und um es deutlich zu sagen, mit dem Blick auf die letzten zwei Jahre, nie wieder darf es so sein, dass Deutschland und Frankreich quasi als Klassensprecher konkurrierender Gruppen europäischer Mitgliedstaaten auf einen Gipfel gehen mit der Absicht, sich gegenseitig zu überstimmen. Das darf es nie wieder geben. Wir brauchen mehr Gemeinsamkeit. Und wir müssen gerade in der Klima- und Energiepolitik unterschiedliche Strategien, die wir in beiden Ländern haben, bei einem gemeinsamen Ziel, Pariser Abkommen, erster klimaneutraler Kontinent, müssen wir gemeinsame Strategien zusammenführen, zu Synergien zusammenführen. Nicht so, dass der eine den anderen belehrt, was man besser hätte machen können oder besser machen müsste, sondern dass man Respekt hat vor unterschiedlichen Ansätzen, die dann aber zusammenbringt. Und deshalb brauchen wir eine europäische Energieunion. Deshalb brauchen wir gemeinsame Infrastruktur beim Strom, beim Wasserstoff. Deshalb brauchen wir die Pipeline von Marseille nach Deutschland. Das muss alles zusammengeführt werden. Gemeinsam europäisch sind wir stark als Nationalstaaten. Auch in dieser Frage werden wir scheitern. Nur in diesem europäischen Geist werden wir es voranbringen. Darauf dringen wir. Das ist unsere Erwartung. Das muss besser und schneller werden. Und zuletzt, eine Errungenschaft in dem Aachener Vertrag ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Das starke Kapitel dabei, da gibt es Fortschritte, Arbeitskreis für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Aber das ist eigentlich neu, dass in den Grenzregionen es möglich sein wird, gemeinsam grenzüberschreitende Kompetenzen wahrzunehmen. Das muss noch mit Leben gefüllt werden. Und das ist die Aufgabe, die jetzt ansteht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Jung. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Nils Schmidt, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 5 Jahre Aachener Vertrag haben deutlich gemacht, dass es mehr denn je auf die deutsch-französische Freundschaft, auf den berühmten Motor dieser Freundschaft ankommt, um Frieden in Europa, Sicherheit und Zusammenarbeit zu gewährleisten. Und ich bin dankbar, dass wir jetzt gemeinsam Bilanz ziehen können. Und ich bin auch Andreas Jung dankbar, dass er daran erinnert hat, was die großen Fortschritte des Aachener Vertrages im Vergleich zum Élysée-Vertrag waren. Zweigeteilt. Erstens haben die beiden Regierungen anerkannt, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit entschieden in den Dienst der europäischen Einigung gestellt werden muss. Keine deutsch-französische Zusammenarbeit kann die europäische Integration ausblenden. Und das Zweite ist, wir haben mit dem Parlamentsabkommen es geschafft, die parlamentarische Dimension dieser Zusammenarbeit, die auf die Regierungen beschränkt war, zu stärken. Und das war in der Tat ein Verdienst von Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident. Und es ist für uns Verpflichtung, dieses Parlamentsabkommen mit Leben zu füllen. In der Arbeit der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, aber auch, so ist es uns auch aufgegeben, durch eine enge Abstimmung der Fachausschüsse. Und das sind Sie alle, sind wir alle als Abgeordnete in jedem einzelnen Ausschuss gefordert, dies nach der Pause der Pandemie und nach der Umbesetzung aufgrund der Parlamentswahlen in beiden Ländern aktiv voranzutreiben. Und auch in der Sache waren die letzten 5 Jahre ausgesprochen positiv. Wir haben ein starkes gemeinsames Signal von Macron und Scholz gesehen bei der Frage des EU-Beitritts der Ukraine durch die gemeinsame Reise nach Kiew. Der Impuls von Kanzler Scholz,
die Beitrittsperspektive der Westbalkanstaaten voranzutreiben durch eine Neuauflage des Berlin-Prozesses wurde von Frankreich, von Macron, deutlich stärker aufgenommen als in den Vorjahren. Man sieht es auch bei den Fortschritten der EU-Politik gegenüber Kosovo. Wir haben gesehen, dass die Verteidigungsprojekte, wo es natürlich ein bisschen rüttelt und schüttelt, wenn wir Industrieinteressen aufeinander abstimmen müssen, dass die von Le Cornu und Pistorius entschieden vorangetrieben worden sind. Und selbst bei so schwierigen Themen wie Energiepolitik, der Reform des Stabilitätspakts, haben wir gesehen, die deutsch-französische Achse ist belastbar und bringt gute Ergebnisse für ganz Deutschland, für ganz Europa und für Deutschland und Frankreich. Natürlich sind wir in den Mühen der Ebene angekommen. Das, was vor 5 Jahren natürlich mit viel Glanz und Gloria verabschiedet worden ist, muss jetzt im Alltag ausgefüllt werden. Die Projektliste des Aachener Vertrages ist lang. Wir sehen Fortschritte bei den Kulturinstituten, die gemeinsam errichtet worden sind. Bei den Verkehrsprojekten ist es naturgemäß zäher. Das hat mit Planungen zu tun, mit Finanzierung zu tun. Aber unterm Strich haben die letzten 5 Jahre bewiesen, dass es bei ganz großen Fragen eine bisher nie dagewesene Annäherung der deutschen und französischen Politik gegeben hat. Zum Teil schon begonnen vor dem formalen Abschluss des Vertrages, aber eben auch vorbereitet, in Vorbereitung dieses Vertrages. Nehmen wir die europäische Industriepolitik. Jahrzehntelang ein Tabu für die deutsche Politik. Inzwischen parteiübergreifend, der stärkste Fürsprecher war Wirtschaftsminister Altmaier, umgesetzt mit der Förderung von europäischer Batterieproduktion, dem Aufbruch in neue Felder wie der künstlichen Intelligenz. Ähnliches mit dem Green Deal. Zum ersten Mal eine gemeinschaftliche Schuldaufnahme, auch breit getragen hier im Deutschen Bundestag, für ein spezifisches europäisches Projekt, nämlich dem Wiederanwerfen der Wirtschaft und der Klimaorientierung der europäischen Wirtschaft. All das zeigt an, die deutsch-französische Zusammenarbeit ist der Treiber der europäischen Integration. Und wir haben zahlreiche Themen gesehen, wo diese Länder einen entscheidenden Impuls gesetzt haben. Und ich wünsche mir, dass es weitergeht. Zum Beispiel bei den Fragen der Unterstützung der Ukraine in diesem Jahr. Wir haben einen Sondergipfel im Februar. Wir haben einen Sondergipfel im Februar, der zentral die Finanzierung der militärischen Unterstützung der Ukraine behandeln sollte. Und da wird es entscheidend auf Deutschland und Frankreich ankommen, dass wir diese Finanzmittel im europäischen Kontext verankern. Es wird entscheidend darauf ankommen, die deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck wieder zu beleben. Auch dort erhoffe ich mir für dieses Jahr neue Impulse. Also unterm Strich, 5 Jahre waren ganz gut. Die nächsten 5 Jahre müssen mindestens genauso gut und können in manchen Punkten noch besser werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Als nächster Redner das Wort der Kollege Dr. Harald Weil, AfD-Fraktion. Herr Präsident, Damen und Herren, ich bin ja nun auch in einer Arbeitsgruppe für Energiesouveränität, die in diesem Rahmen stattfindet, die auch schon fleißig getagt hat. Und ich kann berichten, es sind die gleichen LobbyistInnen dort unterwegs, wie auch in Deutschland, die Wunderwaffen, grüne Energie, grüner Wasserstoff und so weiter, die sind auch da in der Mache. Und die Franzosen haben auch kein Problem damit, den Deutschen Narreteien zuzusehen und sie auch noch zu beklatschen am Ende, weil es am Ende bedeutet, dass deutsches Geld in französische Kassen kommt. Und wenn der Atomausstieg in Deutschland erfolgt, wie er erfolgt ist und die Energiepolitik aussieht, wie sie aussieht, dann können Franzosen sich ganz beruhigt zurücklehnen und lächeln und diesen Vorgang begleiten. Und das tun sie auch. Auch der Hobby-Mathematiker könnte jetzt hier auf die Idee kommen, zusammengewürfelt Frankreich und Deutschland 150 Millionen. Das ist dann eine Bevölkerung und potenzielle Wirtschaftskraft.
die immerhin so ungefähr etwa der Hälfte der USA entspricht. Und jetzt wird es natürlich übermütig, wenn man sich dann vorstellt, 150 Millionen sind ja auch mehr als 140 Millionen Russen. Also dieser deutsch-französische Weg wäre nun ein Irrtum, auch wenn man offenbar meint, dass unter amerikanischem Kommando diesmal ja nichts mehr schiefgehen könnte. Ja? Also ganz fataler Irrtum. Und ich denke, richtungweisend war eher das gemeinsame französisch-deutsche Nein zu George Bushs Golfkrieg 2003 und die Achse ging, glaube ich, sogar noch bis Moskau. Das war eine Sache, die europäische Zusammenarbeit und ein Kontrapunkt zu den amerikanischen Freundschaftsdiensten für den europäischen Kontinent waren. Man darf sich jetzt ohnehin fragen, ist das Ganze eher wie die EU oder was draus geworden ist, eher ein Anachronismus, siehe de Gaulle, Adenauer, oder ist es ein Utopismus wie die EU selbst, ja, diese Dichotomie, einerseits Anachronismus, andererseits Utopismus, beides nicht lebensfähig. Vital und substanziell von Bedeutung wäre es gewesen, hier nicht die deutsch-französische Extrawurst zu braten, wir haben ja noch 8 andere Nachbarn, mit denen man das machen könnte, sondern wenn es dazu geführt hätte, wir machen eine parlamentarische Versammlung für die ganze EU und stellen dieses Gänsefüßchen EU-Parlament wieder vom Kopf auf die Füße als Entsendeparlament, parlamentarische Versammlung, die dann auch nicht nur Deutschland und Frankreich beinhaltet, sondern alle, die da schon sind und eventuell kommen werden nach Deutschland. Das wäre eine substanzielle Sache gewesen. Da haben sie versagt. Und die Weihe des Augenblicks ist ja leider ein bisschen dadurch konterkariert. Der französische Botschafter ist ja noch nicht mal da. Was in den französischen Zeitungen steht und wie die französische Politik aussieht, hat mein Kollege Kleinwächter ja auch dargelegt. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sandra Weser, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zwischen dem Élysée-Vertrag 1963 und dem Vertrag von Aachen, der dann 56 Jahre, bis der Aachener Vertrag entsprechend ins Leben gerufen wurde. Und 56 Jahre, in denen deutsch-französische Freundschaft ein Anker für ein europäisches Friedensprojekt war. Und während der Élysée-Vertrag noch ganz durch die Schatten der Vergangenheit geprägt war, steht der Aachener Vertrag unter neuen Vorzeichen. Und Herr Laschet, es war doch die späte Antwort von Ihrer Kanzlerin Angela Merkel, es bedarf 2 Jahre für diesen Vertrag von Aachen zu brauchen. Und trotzdem, Deutschland und Frankreich sind heute die engsten Partner und Freunde und wir sind auch die beiden größten Volkswirtschaften in der EU. Und gerade deshalb sind wir hier vor dem Hintergrund von Kriegen, Krisen, Konflikten umso mehr gefordert, antieuropäische und nationalistische Kräfte zu bekämpfen. Und all diese Herausforderungen, die werden wir nicht alleine, sondern nur als deutsch-französisches Tandem lösen können, im Verbund mit unseren europäischen Partnern. Und der Vertrag von Aachen hat uns hierfür ein weltweit einmaliges Instrument gegeben, ein binationales Parlament, das, wie Andi Jung eben schon gesagt hat, ohne Wolfgang Schäuble nicht zustande gekommen wäre. Sie ist die Herzkammer, in der die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Zukunft von Europa diskutiert wird. Hier werden konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet und ganz besonders in der Energie-, Außen- und der Verteidigungspolitik. Und das ist auch gut so, weil wir brauchen eine koordinierte Verteidigungsfähigkeit und wir müssen mehr in den Schutz von unseren Bürgerinnen und Bürgern investieren. Und lassen Sie uns offen reden. Ja, es gibt festgefahrene Rüstungsprojekte, monatelange Diskussionen über den EU-Strommarkt. Und manchmal scheinen sich Deutschland und Frankreich auch nicht immer zu verstehen. Und ich kenne als Deutsch-Französin diese Debatte wirklich sehr gut von beiden Seiten. Aber umso mehr müssen wir nachher mit aller Kraft unsere unterschiedlichen Standpunkte uns gegenseitig erklären. Wir brauchen eine Basis, um Missverständnisse auszuräumen, um den Dialog zu suchen und die Gemeinsamkeiten am Ende auszuloben. Und kaputtreden, wie manche das hier vor uns gemacht oder vor meiner Rede gemacht haben, das wird uns nicht helfen und das ist auch nicht der Sache wert. Und ich setze mich
in der deutsch-französischen parlamentarischen Gesellschaft mit Feuereifer und mit Kraft dafür ein, damit wir weiterhin so offene und auch kritische Debatten führen können, wegweisende Initiativen auf den Weg bringen können. Und für mich ist der deutsch-französische Austausch quicklebendig. Und er wird auch gerade vor den Zeiten, die wir aktuell haben, immer wichtiger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Vertrag von Aachen hat die Weichen gestellt, damit wir als deutsch-französisches Tandem die Zukunft gemeinsam gestalten können. Und wir brauchen auch die Reform der Europäischen Union in diesem Sinne. Vive la France, es lebe Deutschland, aber es lebe auch Europa. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wir lauschen nun den Worten des Kollegen Jürgen Hart, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, ich werde mich bemühen, dass beim Lauschen keiner einschläft. Ich möchte als Vorbemerkung machen, dass ich mich freue, dass die Außenministerin heute hier ist, dass ich aber bedauere, dass die Bundeskanzleramtsbank die erste halbe Stunde der Debatte verwaist war. Ich hoffe, dafür hat es triftige Gründe gegeben, denn dieser Anlass der gemeinsamen Debatte hätte auch verdient, dass das Bundeskanzleramt hier stark vertreten wäre. Ich möchte zweitens eine kurze Anmerkung zu der Rede von Dr. Weil sagen. Sie hat ja uns vor Augen geführt, dass wir hier im Haus einen breiten Konsens haben, dass die deutsch-französische Freundschaft ein ganz wichtiger Pfeiler unserer Frieden- und Freiheitsarchitektur ist. Aber dass Dr. Weil dann hier fordert, das Europaparlament soll nicht mehr direkt gewählt werden, sondern es soll entsandt werden, angesichts der Tatsache, dass doch das Europaparlament als wichtige gesetzgebende Körperschaft an wesentlichen Entscheidungen mitwirkt, die uns alle betreffen, das finde ich einen Widerspruch, der nicht zu überbrücken ist. Mein Kollege Andreas Jung hat schon angesprochen, wir haben auch 5 Jahre deutsch-französisches Parlamentsabkommen. Und ich erinnere mich, dass es buchstäblich am Schreibtisch von Wolfgang Schäuble entstanden ist. Denn wir haben viele Stunden die Sprecher der demokratischen Mitte dieses Hauses, die außenpolitischen Sprecher und Andreas Jung als der Vorsitzende der Parlamentariergruppe damals. Wir haben viele Stunden im Büro von Wolfgang Schäuble das so verhandelt, dass wir dem dann hinterher auch alle gut zustimmen konnten. Und ich finde bei diesen Versammlungen total spannend. Das Spannendste ist immer dann, wenn Minister der beiden Regierungen da sind und man hört, was für Fragen, die französischen Kollegen an deutsche Minister haben und umgekehrt. Das erweitert den Horizont und den Blick und öffnet das Verständnis. Das ist total wichtig. Die Bilanz der deutsch-französischen Zusammenarbeit ist leider ernüchternd. Das ist der aktuelle Stand. Das ist hier bereits angesprochen worden. Ich glaube, dass wir in der Energiepolitik unbedingt die Gegensätze überbrücken müssen, dass wir auch in der Flüchtlingspolitik zu mehr Kraft zurückkommen müssen, dass wir in der Rüstungs- und Verteidigungspolitik nun endlich den gordischen Knoten beschlagen müssen. Ja? Wer kann zum Beispiel von Franzosen erwarten, dass sie gemeinsame Rüstungsprojekte mit Deutschland machen, wenn die deutsche Bundesregierung über Jahre hinweg eine gegenüber den Briten gegebene Zusage, dass man Gemeinschaftsprojekte und deren Export der Güter, die man dort herstellt, nicht durch nationale Veto blockiert. Wie kann man von den Franzosen erwarten, dass sie diesen Weg gehen, wenn Deutschland sich im Fall Großbritanniens nicht dran gehalten hat über lange Zeit? Gott sei Dank, in der letzten Woche ist es aufgelöst worden. Aber es bedarf eines vertraulichen Zusammenarbeitens und auch einer Verlässlichkeit in den Entscheidungen, auch in so schwierigen Fragen wie der Rüstungsexportpolitik. Und dann haben wir im Aachener Vertrag gesagt, wir müssten die kulturellen Bindungen verstärken, Sprache, Kulturaustausch. Die Koalition sieht vor, dass die Goethe-Institute in Lille, Bordeaux und Straßburg geschlossen werden. Ist das die Antwort, die Frankreich erwartet, wenn wir sagen, wir wollen den deutsch-französischen Motor wiederbeleben? Ich glaube, nein. Und dann ist hier angesprochen worden, dass wir eine neue Chance haben, mit der neuen polnischen Regierung das Weimarer Dreieck wiederzubeleben. Ich mache einen konkreten Vorschlag. Am kommenden Montag spricht der französische Staatspräsident hier im Bundestag anlässlich des Staatsaktes für Dr. Wolfgang Schäuble. Auf der Gästeliste steht meines Wissens auch der polnische Premierminister Donald Tusk. Wäre es nicht ein starkes Signal nach Europa, aber auch Richtung Osten Europas, auch Richtung Moskau, Richtung Ukraine, Richtung Georgien, Richtung Moldau, wenn diese drei
Herren bei dieser Gelegenheit am Montag den Kopf zusammenstecken und gemeinsam sagen, wir wollen das Weimarer Dreieck rasch wiederbeleben. Wir beauftragen unsere Außenminister, jetzt zügig zu konkreten Projekten zu kommen. Das wäre mein Wunsch für Montag, und ich bitte darüber einfach mal nachzudenken. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Hart. Als nächstes erhält das Wort die Kollegin Angelika Glöckner, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Freundschaft ist ein bedeutendes Wort, und das gilt umso mehr in Zeiten wie diesen, wo wir Tag für Tag schreckliche Nachrichten und Bilder aus Kriegsgebieten sehen und hören. Mit dem Aachener Vertrag haben wir vor 5 Jahren am 22. Januar 2019 die deutsch-französische Freundschaft vertieft. Wir haben sie erweitert. 5 Jahre Jubiläum, Zeit für eine erste Bilanz, und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um 4 Punkte noch mal deutlich herauszustellen. Erstens, der Aachener Vertrag hat eine große symbolische Bedeutung. Er baut auf dem Élysée-Vertrag von 1963, und dieser Vertrag war das Signal, der Auftakt für die Versöhnung und eine enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Aus Feinden wurden Freunde, und das gilt nun seit mehr als 60 Jahren. Und dieses Versprechen wurde auch mit dem Aachener Vertrag erneuert. Zweitens, der Aachener Vertrag hat eine hohe politische Bedeutung. Und natürlich ist es doch ganz klar, dass sich auf Regierungsebene unser Bundeskanzler und Emmanuel Macron, es wurde mehrfach betont, weiterhin in wichtigen großen, globalen und supranationalen Themen treffen und auch aussprechen. Aber was doch der Mehrwert ist und der zusätzliche Gewinn, Herr Laschet, das würde ich Ihnen gerne auch noch mal entgegenhalten. Es ist doch auch, dass wir die als Parlament, als Parlamentarier zusätzlich jetzt regelmäßige Konsultationen abhalten können, dass es quasi institutionalisiert wurde. Und es schafft doch einen unglaublichen Mehrwert, weil wir damit eben einen Austausch pflegen, uns austauschen können über das, was auf beiden Seiten in unseren beiden Ländern eben die Menschen bewegt, ja auch was die Einblicke in die Regionen möglich macht, in die Regionen unserer eigenen Länder. Das ist ein Fortschritt und kein Rückschritt. Und ich will auch noch mal beispielhaft benennen, wir hatten ja auch in Corona einen wichtigen Punkt gemacht für diese deutsch-französische Parlamentarierversammlung. Ja, eben. Aber was haben wir gemacht? Wir haben, als die Grenzen geschlossen waren, dafür gesorgt, Herr Jung weiß es ja auch noch sehr gut, dass wir mit den Innenministern, den damals zuständigen Innenministern, eine Anhörung auf den Weg gebracht haben. Und die hat einen entscheidenden Impuls dafür gesetzt, dass die Übergänge zwischen den Grenzen erleichtert wurden. Das war doch ein wichtiger Punkt. Und ganz ehrlich, Herr Laschet, ja, es ist wichtig, dass auf großer Ebene die Regierungschefs und die Minister miteinander reden. Aber so ein deutsch-französisches Verhältnis lebt doch auch von der Freundschaft. Das wird doch getragen von den Menschen vor Ort. Sie sind doch diejenigen, die es am Ende auch mit akzeptieren müssen. Das haben Sie aber überhaupt nicht betont in Ihrem Vortrag. Das ist mir einfach zu kurz gekommen. Die Menschen sind die, die das mittragen müssen, die Bevölkerung. Und das wird in diesem neuen Freundschaftsvertrag wirklich gelebt. Drittens will ich auch noch mal darauf hindeuten, ja, es hat auch eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Meine Kollegin Aydan Özus hat es ausgeführt, der Bürgerfonds ist hier ein entscheidender Punkt, damit Menschen zusammenkommen, damit sie nicht übereinander reden, sondern auch miteinander reden. Und viertens, der Aachener Vertrag, er ist nicht vage, er ist ganz konkret. Wir packen konkrete Vorhaben an, etwa die direkte Bahnverbindung Berlin-Paris. Sie wird bereits angepackt, um auch auf diesem Weg die Menschen unserer beiden Länder besser und schneller zusammenzubringen. Und es ist richtig und wurde mehrfach gesagt, wir haben Europa bei allem, was wir tun, als deutsch-französisches Tandem immer im Blick. Wir gehen voran, wir unterstreichen die Bedeutung der deutsch-französischen Achse, aber immer mit dem starken Willen und dem Ziel, die europäische Integration und Zusammenarbeit zu stärken. Das ist das, was den Geist dieses Hauses durchaus, dass das Haus mitträgt, mit wenigen Ausnahmen, wie wir heute leider auch wieder erfahren mussten.
Kolleginnen und Kollegen, ich will abschließend festhalten, alle können mitwirken an der Vertiefung und an der Weiterentwicklung dieses so wichtigen in der heutigen Zeit deutsch-französischen Freundschaftsverhältnisses. Alle, die Regierung, die Menschen vor Ort, wir als Abgeordnete, unsere Ausschüsse, das hat Nils Schmidt eben auch noch mal sehr schön betont, wir alle sind gefordert und wir alle haben die Chance. Heute zum 5. Jahrestag bleibt abschließend festzustellen, es ist nicht bei Worten geblieben, vieles wurde auf den Weg gebracht. Meine Fraktion, die SPD, wird diesen Weg unbeirrt weiter verfolgen. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Gregor Gysi. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach Jahrhunderten der Kriege zwischen Deutschland und Frankreich ist die Freundschaft zwischen beiden Völkern eine ungeheuer wichtige Friedensgarantie zwischen beiden Ländern, die im Élysée und im Aachener Vertrag zum Ausdruck kommt. Deutschland und Frankreich können die Motoren der Europäischen Union sein, die auf Frieden, soziale Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem Erfolg beruht. Beide Staaten sind eng verflochten. Allerdings gewinnt man gegenwärtig den Eindruck, dass beide Regierungen so tief in den eigenen Unzulänglichkeiten stecken, dass für eine sinnvolle deutsch-französische Zusammenarbeit kaum Zeit und Raum bleiben. Der Widerstand gegen Macrons Rentenpolitik und der Widerstand zum Beispiel der Landwirte gegen die Bundesregierung zeigen, dass beide zu mehr sozialer Gerechtigkeit, zu einer gerechten Steuerpolitik nicht bereit sind. Anstatt die Schuldenbremse wenigstens auszusetzen, will unsere Regierung vorwiegend im sozialen Bereich 17 Milliarden Euro einsparen. Wie sollen die Bürgerinnen und Bürger, aber auch eine Vielzahl von Unternehmen diese Kostensteigerungen tragen? Auch die Inflation, die immer teureren Lebensmittel, dadurch fühlen sich die Menschen in die Ecke gedrückt. So wird in beiden Ländern indirekt der Rechtsextremismus gefördert, was auch zu einer Katastrophe im Verhältnis zwischen beiden Ländern führen kann. In Frankreich gibt es immerhin eine Vermögensteuer, die in Deutschland zu einer Mehreinnahme von 100 Milliarden Euro führte. Aber davon wollen weder die Bundesregierung noch die Union und erst recht nicht die AfD etwas wissen. In beiden Ländern hat das Vermögen der Milliardäre binnen der letzten 3 Jahre deutlich zugenommen, bei uns sogar um 70%, während die Reallöhne gesunken sind. Ich bitte Sie. Hohe Militärs, zum Beispiel General Milley aus den USA, erklären, dass die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete militärisch nicht zurückerobern kann. Dann ist das nur über Friedensverhandlungen zu erreichen, die einen Waffenstillstand voraussetzen. Deutschland und Frankreich aber betreiben das Gegenteil. Sie hören nicht auf kluge Militärs. Abgesehen davon, dass Bundeskanzler Scholz, ich bin gleich fertig, letzter Satz, Herr Präsident, abgesehen davon, dass Bundeskanzler Scholz und Präsident Macron nicht wirklich etwas miteinander anfangen können, brauchen wir eine noch tiefere Freundschaft zwischen beiden Völkern und eine veränderte Politik beider Regierungen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nicole Westlich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen alles gemeinsam mit Deutschland. Frankreich und Deutschland sprechen mit einer Stimme. Das sagt Anne-Claire Ampoux, die Botschafterin Frankreichs für globale Gesundheit. Das ist ein gutes Beispiel für die Umsetzung des Aachener Vertrags, nämlich alle Herausforderungen gemeinsam anzugehen und so gemeinsam in Europa voranzuschreiten. Und das gilt nicht nur für den Bereich der Gesundheit. Keine zwei Staaten auf der Welt unterhalten mehr Kooperationen als Deutschland und Frankreich. Dies wird von der Bevölkerung mitgetragen. Davon zeugt das großartige Engagement der Zivilgesellschaft, das sich nicht zuletzt in über 2000 Städtepartnerschaften ausdrückt.
Deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich hier engagieren. Un grand merci à vous tous. Der Dank gilt auch den Verantwortlichen des deutsch-französischen Jugendwerks, die seit nunmehr 60 Jahren die Jugend für unsere Freundschaft begeistern und damit immer wieder deren Zukunft sichern. Im Zuge des Vertrags von Aachen ist die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung entstanden, das weltweit einzige binationale Parlament. Ihm ist es, die Kollegin Glöckner hat darauf hingewiesen, in der Pandemie gelungen, dass die zeitweise geschlossene Grenze wieder zu öffnen. Dieses Parlament will das Leben auf beiden Seiten des Rheins besser machen. Dass immer weniger Menschen die jeweilige Partnersprache lernen, war Thema der letzten Sitzung. Hier müssen wir gegensteuern und haben im Beisein von Gabriel Attal, damals noch Bildungsminister, inzwischen neuer Premier, und Anke Rehlinger Lösungen entwickelt. In diesem Zusammenhang müssen wir übrigens auch die Frage beantworten, wie wir die Schließung von Goethe-Instituten in Frankreich kompensieren wollen. Und gerade auch die kontroversen Themen wie Energie und Rüstung gehören in dieses Parlament und sind dort auch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentariergruppe möchte ich betonen, dass Begegnungen zwischen unseren Ländern nicht nur auf Regierungsebene, sondern gerade auch zwischen uns Abgeordneten stattfinden. Dies sollte noch viel mehr als bisher in die Öffentlichkeit drängen. Und ich möchte zum Schluss ausdrücklich betonen, dass unsere Freundschaft kein Closed Shop ist. Das Weimarer Dreieck ist erwähnt worden, aber auch darüber hinaus sind wir nach Norden und Süden kooperationsbereit, um Europa voranzubringen. Denn gerade jetzt gilt der Satz Hans-Dietrich Genschers wie eh und je, Europa ist unsere Zukunft, sonst haben wir keine. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Westlich. Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete André Hunko. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die deutsch-französische Aussöhnung ist in der Tat eine Errungenschaft von welthistorischer Bedeutung. Frankreich in zwei Weltkriegen und im Deutsch-Französischen Krieg sozusagen Erzfeind Deutschlands, das könnte als Modell auch gelten für viele andere Konfliktregionen der Welt heutzutage. Und deswegen begrüßen wir vom Bündnis Sahra Wagenknecht ausdrücklich diese deutsch-französische Aussöhnung. Leider hat es nach den zwei Weltkriegen nicht mit allen Gegnern dieser Weltkriege eine vergleichbare Aussöhnung gegeben. Vielleicht sähe die Welt heute ein wenig anders aus, wenn das der Fall wäre. Ich erinnere mich sehr gut, wie ich als 11-jähriger Öscher Jung, als Aachener Junge, mit meinem Fußballverein in Paris war, bei einer Gastfamilie, welche feierliche Überwindung es meine Gastfamilie damals gekostet hat, 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, mich als Deutschen dort aufzunehmen. Später erst habe ich erfahren, das war ein Ergebnis der zivilgesellschaftlichen Dimension der Élysée-Verträge. Heute reden wir über den Nachfolgevertrag, 5 Jahre Aachener Vertrag. Und leider ist es so, dass in zentralen internationalen Auseinandersetzungen, zentralen internationalen Initiativen diese deutsch-französische Kooperation nicht funktioniert, weder auf europäischer noch auf UN-Ebene. Ich erinnere etwa an die Relativierung der Minsker Abkommen. Das war ja eine deutsch-französische Initiative durch Hollande und durch Merkel. Ich erinnere etwa an die Nichtübereinstimmung bei der Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza und so weiter und so fort. Wir brauchen mehr konkrete deutsch-französische Initiativen auf der internationalen Bühne. Insofern gebe ich Herrn Laschet auch recht, als nur Sonntagsreden. Und dann geht es weiter wie bisher. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hunko. Nächster Redner ist der Kollege Christian Petri, SPD-Fraktion.
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zuerst mal, Herr Kollege Hart, ich war eben geneigt, Ihnen einen Optiker zu empfehlen, denn das Kanzleramt ist mit der Staatsministerin Sarah Rieplewski die ganze Zeit anwesend gewesen. Also insoweit müsste man das etwas relativieren, was Sie hier gesagt haben. Fünf Jahre Vertrag von Aachen ist eine Kooperation, sage ich mal, zwischen zwei Ländern. Es gibt in Europa mehrere Kooperationen. Benelux kennen wir, kennen Visegrad und andere. Aber diese hat eine deutlich historischere Dimension und ist tiefergehend. Darauf können wir sehr stolz sein. Ich bin froh, dass wir es damals geschafft haben, parallel dazu ein Parlamentsabkommen zu machen. Wolfgang Schäuble ist schon sehr gelobt worden. Ich möchte da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn wir haben mit Andreas Jung, mit Michael Link, mit Franziska Brandner und mit mir auch den ganzen Prozess parlamentarisch begleiten dürfen, dann in einer Neunergruppe mit neun französischen Kollegen. Es war eine spannende Arbeit, zwei Politikkulturen zusammenzubringen, die Geschäftsordnung zu gestalten. Hört sich tröge an. Aber die einen meinen, wie wir machen immer alles besser, wenn es ins Parlament kommt. Die anderen sagen, wir können ja nur Ja und Nein sagen. Also insoweit ist das etwas Fantastisches gewesen, auf das wir aufbauen. Die Erfolge sind genannt worden. Die Erfolge sind genannt worden und sie müssen weitergehen. Sie müssen stärker werden. Die Experimentierklausel ist genannt worden, was jetzt, sage ich mal, nicht das Parlamentsabkommen angeht, sondern die Arbeit des grenzüberschreitenden Ausschusses, die Schnittmenge, die Schnittstelle beider entsprechenden Institutionen. Ich glaube, hier ist sehr viel Luft nach oben. Der Aachener Vertrag hat ja eine Projektliste dahinter. Chantal hat die baden-württembergischen Ideen genannt. Ich möchte eine saarländische hinzufügen. Deutschland und Frankreich haben bereits 1996 in La Rochelle vereinbart, dass man von Paris nach Berlin in 6 Stunden fährt mit dem Zug. Genial. Die Franzosen haben geliefert. In 2 Stunden, 1 Stunde 45, ist man in Saarbrücken. Dann wird es etwas langsamer. Durch den Pfälzerwald, über Mannheim nach Frankfurt, durch das Hessische, dann nach Berlin. Da ist also Luft nach oben. Ich werbe dafür, dass wir dieses Projekt vorantreiben, in den Bundesverkehrswegeplan aufnehmen. Und natürlich werbe ich für den sogenannten Post-Nord bzw. Post-Ost, der dann über Saarbrücken führt und natürlich auch Straßburg mit einbindet. Ich glaube, da können wir uns sehr gut ergänzen, dass wir diese Dinge hinbekommen. Ja, wir wollen natürlich auch, dass diese Arbeit, die wir zusammen machen, eine Blaupause für andere ist. Es ist eben genannt worden. Wir wollen nicht das Alleinstellungsmerkmal nur für uns haben. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir mit anderen Nachbarn ähnliche Vereinbarungen treffen, mit Polen, mit allen, die um uns herum sind. Wenn auch andere europäische Länder sehen, ah, da ist was Gutes, das bringt die Menschen zusammen, wir können hier zusammenarbeiten. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der deutsch-französische Motor das Beispiel für andere in einem Europa, das in Einheit, in Vielfalt arbeitet, wo wir zusammenarbeiten können, diese guten Ideen einbringen und die Menschen nach vorne bringen. Natürlich muss man auch sagen, es ist alles nicht so einfach. In der Energiepolitik haben wir es genannt. Das gute Atom war mal eine Broschüre von Willy Brandt, wir wissen es. Ist nicht mehr heute Stand der Dinge. Aber dort müssen wir mit den Franzosen klarkommen. Wir haben in der Rüstungsfrage, in der Rüstungsexportfrage uns als Deutsche, glaube ich, sehr bewegt in den letzten Jahren, in den letzten beiden, dramatisch über die kriegerischen Ereignisse. Ich bin gespannt, wo es hingeht. In meinem Wahlkreis sind 3 Rüstungsbetriebe, die sehr ausgelastet sind, dramatisch. Mir wünscht sich das alles anders. Auch hier gibt es gute Beispiele der Zusammenarbeit. Vor allem im Sozialbereich haben wir uns sehr stark nach vorne bewegt. Und ich glaube, das ist beispielgebend auch für andere. Ich bin der Meinung, dass wir hier in Deutschland und Frankreich die entsprechende Souveränitätsfrage, die Vorschläge für die Weiterentwicklung der Europäischen Union hinbekommen. In diesem Sinne, Vive l'amitié franco-allemande, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Petri. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die historische Versicherung um die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft ist bei solchen Debatten stets wichtig, weil ohne deren Aussöhnung wäre
keine einheitliche europäische Einigung denkbar gewesen. Und es verpflichtet uns über Reden hinweg, auch in der Praxis die deutsch-französische Freundschaft aufrechtzuerhalten. Es mangelt nicht an Bekenntnissen und auch an der tiefen Überzeugung, dass wir sie weiterleben müssen. Aber manchmal, bisweilen, ist auch Routine eingekehrt. Und damit diese Routine nicht zur Gewohnheit wird, hat der Aachener Vertrag keinen Neustart, aber vielleicht eine Art Update versucht. Und gemeinsam mit dem Parlamentsabkommen auch die beiden Parlamente stärker in die Verantwortung genommen. Und daran müssen wir weiterarbeiten. Wir brauchen eine stärkere Verständigung in zentralen Politikfeldern, aber vor allen Dingen müssen wir unsere Nachbarn auch wieder stärker verstehen. Und das beginnt bei der Sprache. Und deswegen ist der gemeinsame Spracherwerb so wichtig. Und deswegen war es bedeutend, dass wir vor 2 Monaten in Bonn uns darauf angesetzt haben, den Sprachunterricht jeweils bei unseren Nachbarn wieder zu vertiefen. Das ist zentral für die deutsch-französische Freundschaft. Ich möchte 3 Gedanken abschließend anfügen, die für uns wichtig sind. Erstens, wir müssen zwischen Deutschland und Frankreich weiter Gemeinsamkeiten suchen. Ich habe über die Sprache eben gesprochen, aber es geht um mehr. Es geht um eine stärkere Abstimmung wieder in der Energiepolitik. Es geht auch darum, dass wir gemeinsame Projekte in der Verteidigungs- und Rüstungspolitik nicht aus den Augen verlieren. Zum Beispiel der gemeinsame Kampfpanzer oder FCAS. Hier darf es keinen Sand im Getriebe geben. Wir müssen zweitens gemeinsame Stärke beweisen. Nach innen und nach außen. Nach außen geht es darum, dass erkennbar in der Welt die demokratische, liberale Ordnung gefährdet ist. Durch autoritäre Gedanken, durch globale Player, die diese Ordnung unter Druck setzen. Wie China, wie Russland. Darauf braucht es noch stärker eine deutsch-französische Antwort. Die müssen wir in den Gremien gemeinsam formulieren. Und natürlich Stärke nach innen. Sowohl in Frankreich von dortigen Links- und Rechtspopulisten, aber auch leider bei uns hier, gibt es Kräfte, die die Geschichte ein Stück weit rückabwickeln wollen. Und wir dürfen uns nicht erlauben, dass diese Geister der Vergangenheit auch irgendwie nur eine Stimme bekommen. Deswegen müssen wir auch nach innen die Stärke beweisen, dass wir populistische Kräfte zurückdrängen und all diejenigen, die einen Abgesang auf die deutsch-französische Freundschaft hier anstimmen wollen, die müssen wir in die Schranken verweisen. Und drittens, es geht auch ganz konkret darum, da bin ich dankbar, dass wir Projekte für die Menschen spürbar machen. Es geht um Bahnverbindungen. Es geht um ganz konkrete Begegnungen von Menschen, einen Freundschaftspass. Es geht um die Abstimmung in den Grenzregionen, weil Europa entsteht am Ende auch in der Begegnung von Menschen und in der gemeinsamen deutsch-französischen Abstimmung im Kleinen, aber auch in der Verantwortung im Großen. Lassen Sie uns daran in den nächsten 5 Jahren in der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, aber auch die Bitte geht an die Bundesregierung, dass sie stärker die Themen betont, um Verantwortung gemeinsam zu gestalten. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie alle diesem Donnerstagmittag und schließe dann die Aussprache. Wir gehen weiter in der Tagesordnung und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10 sowie Zusatzpunkt 7, Beratung der Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Deutschlands Verantwortung für Frieden in Europa gerecht werden, eine Friedensinitiative mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Russland sowie Beratung